einer dieser Menschen bist, für den die Chance zu bewerfen eine Grenze ist. Du bei Risikenbombenwürfeln auf die Bremse trittst, dann ist das Drachengame das falsche Game für dich. Wenn du einer dieser Menschen bist, der es ablehnt, dass man auf des Drachenschwester wächst und ein Pisselballon für dich sehr befremdlich ist, dann ist das Drachengame das falsche Game für dich. Junge, Quatsch, kein Scheiß, die Chance abzubremst, keine kranke Sache aller, sondern ziemlich nein. Nein. Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Wer redet dir denn böde diesen Schwachsinn ein? Natürlich akzeptiere ich deine Grenze, doch der Golem schickt schon wieder Schwänze. Nummer 1 auf der Pedo-Side, Juno zur Zeit. Und er denkt, er tickt die Schulden, wird am Ende noch reich. Es ist das falsche Game für dich, wenn das für dich nicht witzig klingt. Ein schönes Fest ist erst ein schönes Fest, wenn er Dresche kriegt. Kein Geburtstag, keiner gratuliert, ist ja nicht so schlimm, weil am Ende doch sein Nazi-Vater aus der Kiste springt. Er wurde nie erzogen, hat sich schon früh belogen. Ganz besonders mit Spinnensinn, er ist so abgehoben. Scheiß mal auf Moral, du Schmuchtel, sei nicht so verklemmt. Denn uns ist einmal kennen, dann bist du Fan von dem Konzept. Wenn du einer dieser Menschen bist, für den ein bisschen Swording eine Grenze ist, du bei Schlägen mit dem Schlagzeug auf die Bremse trittst, dann ist das Drachengame das falsche Game für dich. Wenn du einer dieser Menschen bist, der am Geburtstag nicht mal Sorten auf den Pferden wirft und nicht glauben willst, dass unser Träger Pferde fickt, dann ist das Drachengame das falsche Game für dich. Man sieht ihn munter provozieren, auf der Juno-Plattform streamen, während vor dem Dorf gestresste Bullen patrouillieren. Seht es sein, dieses Schwein macht einfach jeden aggressiv, der seine fucking Videos mehr als 10 Sekunden sieht. Immer Zucker in der Wampe, dieser ungeliebte Trampel. Erst wird er gefickt an seine Mutter, diese Schlampe. Wir sind wie Böhmermann und bringen unbedarft Satire, wenn wir nachts in Rainer Winklers Kinderpool ejakulieren. Ihr denkt, der Dicke ist harmlos mit seinen Yu-Gi-Oh-Tieren, aber hört ihr nicht den Rudi rotieren? Der alte Kriegsverbrecher will doch nur in Frieden ruhen, aber ihn samt Luger auszubuddeln, wäre ziemlich cool. Ja, der Hass ist begründet, denn der Spaß ist behindert. Jetzt bekommt dieser Fettsack auch noch Waren gespendet. Wir sind erst zufrieden, wenn seine Tage gezählt sind und endlich das Drachengame endet. Wenn du einer dieser Menschen bist, für den ein Versammlungsverbot eine Grenze ist, du beim Sex schreit ne Liebe auf die Bremse trittst, dann ist das Drachengame das falsche Game für dich. Wenn du einer dieser Menschen bist, der wenn Not am Mann ist, nicht sein fettes Herz zerbricht und für dich der Oger ansatzweise menschlich ist, dann ist das Drachengame das falsche Game für dich.